Durchbruch nach 2 Tagen Drama. Mit einem Kompromiss zu den britischen Reformforderungen ebnet der Brüsseler EU-Gipfel den Weg zum EU-Verbleib des Königreichs. Premier David Cameron feiert den neuen Sonderstatus für die Briten. Heute haben wir eine neue Notbremse eingerichtet. EU-Migranten müssen nun 4 Jahre warten, bis sie Anspruch auf Sozialleistungen haben. Damit hat es ein Ende, dass Leute in unser Land kommen können, um etwas zu bekommen für nichts. Damit hat Cameron seine Kernforderung durchgesetzt. Auch bekommen die Briten ein Mitspracherecht, aber kein Veto, bei für London relevanten Entscheidungen der Eurozone. Großbritannien ist zu uns gekommen, hat seine Forderungen auf den Tisch gelegt. Wir alle sind nicht verpflichtet gewesen, darüber zu verhandeln. Wir haben das freiwillig und aus gemeinschaftlicher Überzeugung getan. Und insofern ist es ein fairer, wie ich finde, Kompromiss. Mit Rückendeckung seines Kabinetts will Cameron nun das Datum für das Referendum über einen Verbleib Großbritanniens in der EU festlegen. Erwartet wird es für Juni.